herzliches Hallo und willkommen zurück hier bei 7 Days to Die. Nach dem direkten Tod, ihr wisst, bin ich von der Kante gesprungen, denn da war wirklich nichts mehr zu holen. Aber aktuell sieht es folgendermaßen aus. Wir gehen nochmal kurz in die Stats. So, your minor set break has created some experience death, gain experience to work of the death. Okay. Try not almost to die while und so weiter. Also wir haben einen kleinen Buff bekommen, dadurch, dass wir uns umgebracht haben. Was ich auch verstehen kann, ganz klare Sache. Aber da war halt auch wirklich, wirklich, wirklich nichts, nichts zu holen. Definitiv nicht. So, wir belegen uns. Die Pistole ist fast kaputt. Ich nehme das Jagdgewehr nochmal mit. Die Spitzhacke wird nochmal eingepackt. Die Munition kommt hier hin. Okay, wir nehmen nochmal sicherheitshalber das Shotgun Barrel mit. Wir haben das. Wir haben diese Munition, genau, aus entsprechenden Gründen, aus Sicherheitsgründen und aus anderen Gründen, genau, was ist Stun, Stunbetten? Finde ich auch eine geile Nummer, ne? Weiß ich nicht. Sollen wir das mitnehmen? Wir können es ja mal probieren, oder? Das wird cool, das wird echt gut. Was haben wir noch? Genau, wir hatten hier uns die Sachen abgelegt, die wir auf jeden Fall haben wollten. Das waren diese hier. Wir machen nochmal ein paar Pfeile. Das auf jeden Fall. Wir haben das abgelegt. Wir hatten das abgelegt. Wir wollten die Axt noch mitnehmen und den Schraubenschlüssel, liebe Leute. So. Apropos Schraubenschlüssel. Also wir brauchen definitiv noch einen Schraubenschlüssel, weil wir uns noch eine kleine Werkbank machen wollten. Damit wir wenigstens etwas ausgerüstet sind für die Zukunft. Den wollten wir nochmal reparieren. Die zwei wollten wir nochmal gucken. Da ist auch noch was drin. Das ist in Ordnung. 17 Schrotflintenmunition. Die Frage ist ja eigentlich grundlegend. 9 mm. 9 mm Patronen müssen wir auch an der Werkbank machen. Also wir sind gezwungen. Wir müssen definitiv zusehen, dass wir eine Werkbank bekommen. So, hier unten sind wir lang gelaufen. Wo wir noch nicht lang gelaufen sind, ist glaube ich eher das hier oben. Ja, und da sollten wir einfach mal, ich suche mal näher ran, wo sind wir eigentlich? Wir sind hier. Einfach mal direkt hier hoch und einfach mal das Gebiet hier oben nochmal erforschen, da in den Wäldern. Mal sehen, was es da gibt, und wir dürfen natürlich nicht wirklich sterben. Wir müssen XP generieren. Kann man das übrigens sehen? Charakter. Next Level 19.000. Aber man kann jetzt nicht sehen. Geld haben wir gar nichts. Okay. Kann man jetzt nicht direkt sehen. Ne? So, ich will nochmal Arrows. Arrows herstellen. So, nochmal 5 Pfeile herstellen. Und ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg. Und schauen einfach mal, was wir da oben so reißen können. In welche Richtung müssen wir eigentlich? Wir müssen, ja, in diese Richtung. Das heißt, wir gehen hier vorne raus. Und gehen dann entsprechend hoch. Das ist alles leer, das haben wir alles weggelootet. Oh, hier ist auf jeden Fall noch Blei. Das nehmen wir natürlich mit. So, da lassen wir uns doch nicht lumpen. Und ich glaube, ja, straight ahead. Einfach bis zum Ende der Straße. Einfach intensiv weiterlaufen. Dann läuft das bei uns. Ah, ich habe nichts zu trinken mitgenommen. Er ist nicht so schlimm. Ich denke, da wird sich noch was machen lassen. So, und wir befinden uns immer noch in der gleichen Aufnahmesession. Das heißt, die zwei Folgen, die ihr zuvor gesehen habt, beinhaltet, dass ich quasi diese, vielleicht auch nächste Folge, immer noch im selben Aufnahmebereich angegangen bin. Das heißt, auf Kommentare kann ich aktuell natürlich nicht eingehen, aber trotz allem, bitte schreibt es mir rein. Denn, ja, I like. Also, ich würde mir das gerne immer wieder anhören.
So, jetzt die Kernfrage. Wir können hier mal scouten, oder? Lass uns doch mal scouten. Oh nein. Okay, den Viralen will ich nicht. Alter, seid ihr verrückt? Lass mich mit dem Bruder in Ruhe. Da habe ich immer gar kein Interesse dran. Krass, wirklich krass. Gott sei Dank ist der nicht rausgekommen. Hier ist ein Camp. Ich hoffe, nicht ein nicht vermintes Camp. Du mich rollen oder was? Ist das sein Ernst? Okay, aber auf jeden Fall gibt es Federn. Nein. Okay, schade. Es ist zerstört. Oh, das wäre so cool geworden. Wow! Oh, wie cool wäre das denn gewesen? Oh Mann, schade eigentlich. So, was zu trinken haben wir schon mal gefunden. Sehr gut. Och, schade. Das wäre es doch gewesen. So, hier ist ein Zelt, wo man nicht rein kann. Finde ich noch geiler. Ah! Oh! Lucky Shot. Sehr krass. Okay. Gibt's Essen? Nice Scheiße. Was ist das denn? Pressboy Cap, okay. So, cool. Nein. Das können wir doch gar nicht machen. So, wir nehmen mal die 8. Essen ist immer gut, Leute. Bin ich nicht böse drum. Genau, den Weg hoch. Oh, schade, die Chemiestation, das wäre so cool gewesen. So, aber vielleicht finden wir da drin hier noch ein Beacon. Hier in dem Gebäude, mal schauen. Also, ich sage immer Beacon, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Also, einfach nur so einen alten Messbecher, das wird schon völlig reichen. Ich habe eben schon Hoffnung gehabt, dass wenigstens in der Chemistry Station vielleicht so ein altes Ding drin ist. Alter. Nicht doch. Nein. Oh, bitte. Also wenn das nicht genau gezielt war, ich weiß auch nicht. So, jetzt schauen wir mal, dass wir müssen da irgendwo noch Pfeile rum. Flatternd, da oben ist noch einer.
Da ist auch noch einer. Die würde ich gerne mitnehmen. Natürlich würde ich die gerne mitnehmen. Und ja, Pistol-Schematik. Wie cool ist das denn? Jetzt ernsthaft? Ich glaube, damit können wir die Waffe reparieren. Sehr cool. Und Great Heist, die nehmen wir natürlich auch. Alles, was geht, Freunde. So, ich habe hier wirklich zwar wenig Hoffnung, aber ich hoffe ja immer noch, dass wir hier dann entsprechend... Wow! Alter, kommt schon. Da oben ist noch Randale, wenn man mal so will. Nein! Ich bin so doof. Nein! Bitte! So, gibt es hier unten nicht noch irgendwo? Ah, hier, da gibt es da bestimmt auch noch. Sehr cool. Medical Pile. Okay, da gibt es nur das. Schade. Intensiv und cool wäre es ja. Irgendwo war hier, da war noch ein Cupboard, was... Tasche. Nein. Wow. Wow, 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 wow. Nein. Nein! Nein! Oh. Alter, war das knapp! Scheiße, nein! Krass! Heftig, oder was? Leute, da hätte ich mich fast so... Oh, ich stehe auf so einen Scheiß, jetzt ernsthaft. Okay, Medical Piles ist auch noch in Ordnung. Wir haben Dolores gefunden. Hier können wir raus, okay. Schade, ich dachte, hier oben wäre noch so ein Safe oder sowas. Den hätte ich mir gerne aufgeknackt. Wo kommst du denn jetzt plötzlich her? Krass, so, hier unten gibt es noch zur Waschküche. Ja, eine Workbench. Oh. Aua. Geil, Lu. Ich dreh durch. Ernsthaft, Leute. Ist das cool? Das müssen wir uns markieren. Hier ist die Werkbank, die wir gesucht haben. So, Wegpunkt speichern. Irgendwas, was uns an Werkbank erinnert. Könnte, ach, wir machen das hier. So, und dann schreiben wir mal hin. Werk. Entschuldigung. Werk.
Bangalo? Wir brauchen wir nicht mehr. Nein, wir brauchen nicht mehr. Wir brauchen nicht mehr. Wir schnappen uns die Klamotten, wir gehen hierher und wir können, ich glaube sogar, warte mal, jetzt mal ein Bicycle. Ja, wir können das hier bauen. Wir können sogar Motor. Okay, dazu müssen wir wahrscheinlich mehr aufstocken. Ist die Frage, wir schauen mal ganz kurz rein, Leute. Ich glaube, wir haben die Zeit. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das war. Greasy Monkey. Also wenn ich jetzt hier jetzt Minibike, also da bräuchten wir auf jeden Fall auch noch einen Punkt. Around the Minibike crafting. Und hier wäre Motorcycle. You can craft motorcycle parts. Craft motorcycle parts are cheaper. Learn how to... Das bedeutet ja, wenn wir da reingehen, kann ich das Minibike machen. Wenn ich da reingehe, kann ich sogar das Motorbike machen. Was uns ja echt einen Mobilitätsbonus ohne Ende verschaffen würde. Von daher, lasst uns das mal im Hinterkopf behalten. Was geht hier ab? Gar nichts anscheinend. Ah, Medical. Eisenschreibtisch. Auch gut. Ammo Pile. Sehr gut, was auch immer das jetzt ist. Ich weiß es nicht. Stiff Tools. Okay. Das hilft uns jetzt noch nicht. Aber vielleicht später. Scrap. Also da war Scrap drin, Scrap Plastic war da drin. Das reißt das alles raus. Ich bin begeistert. Heftig. Einfach nur heftig. So, Pfeile machen wir, das ist gut. Wir können, ja, das Ding ist schon fast kaputt. Wir nehmen jetzt einfach mal den Burschen hier. Und so, hier ist nichts mehr zu holen. Ich gucke nochmal durch. Das ist so geil. Das ist so geil. Jetzt will ich nochmal eben kurz gucken, ob wir... Mietisch. Gut, den kriegen wir natürlich. Den können wir nicht kriegen. Was? Gyrocopter. Gyrocopter Accessoire. Das können wir nicht, ne? Ich mach mal. Gyro. Leute, wir müssen Punkte in den Scheiß investieren. Ich glaube, wir machen das jetzt einfach mal. Hier ist es, ne? Der ist das. So, wenn wir da mal einen Punkt rein investieren, wir müssen hier Level 6 sein, um hier weiterzukommen. So, Level 5. Und hier müssen wir Level 6 sein, um hier hinzukommen. Und das ist eine Firma 4 Truck. Und da hinten ist erst Gyrocopter, aber okay. Ich glaube, wir leveln mal in die Richtung. Ich bin fest davon überzeugt, dass das die richtige Richtung ist. Und wir haben ja noch, das passt alles. Schauen wir mal, Fruits, wir gehen mal wieder hoch. Leute, richtig cool. Also wir müssen jetzt noch mal einmal hochleveln, 6000 sozusagen, um noch eine Stufe höher zu kommen. Ist das richtig? Lass uns noch mal eben kurz durchgucken. Nein, hier war das nicht. Das war hier unten. Hier müssen wir Intellekt, also wir brauchen 2 Punkte, um hier hinzukommen. Ja. 2 Punkte. Wir müssen 2 Stufen aufsteigen. Ja, das ist doch gelacht. Das werden wir doch hinkriegen, oder? Dann lassen wir das mit dem Motorcycle gleich sein. Wir gucken, dass wir genügend Stuff zusammenbekommen, um uns mit dem Bicycle lassen wir das sein. Wir sehen zu, dass wir gleich genügend Stuff zusammenbekommen, um den Motorcycle zu fahren. Dieses fette, geile Ding.
So, genau, wir wollten hier weiter gucken. Die Straße weiter oder einfach mal Journey in die Berge, würde ich sagen. Oh, sehr cool. Jagdgewehrmunition. Kann man gebrauchen. Immer gut. Und ja, stimmt, wir wollten ja noch eins machen. Es ist 18 Uhr. Ich werde jetzt mal über die Linse gucken. Gegen 20 Uhr machen wir uns wieder auf den Weg zurück. Wir wollten ja gucken, ob wir die Pistole reparieren können. Aber das wird wahrscheinlich auch nur an der Werkbank gehen. Moment, Moment. Ich gehe jetzt gleich mal zum Haus zurück. Ich habe da eine Idee. Schmieden können ja abgebaut werden, oder? Ich glaube schon. So, also, wenn ich hier hinten gucke. Wir schauen mal in die Richtung, dann ist da hinten noch eine kleine City und da ist noch so ein paar Hütchen und so weiter und so fort. Sieht im Grunde erstmal ganz gut aus. Ich will jetzt noch mal und das ist, ich will noch mal zurück in das Haus, denn eine Schmiede kann ich ja abbauen. Richtig? Richtig. Genau. So sieht's aus. Und jetzt habe ich überlegt, wenn wir da reingehen und halten mal gedrückt, ob wir die Workbench sozusagen auch abbauen können. Das wäre natürlich der Oberkracher, die quasi einfach einzusacken. Abschrauben werde ich sie definitiv nicht. Dafür ist mir das wirklich zu. Oh, hier ist noch. Fast nicht gesehen hier. Geschichte. So, 13. Da unten geht's rein. Da ist die Workbench. Oder muss ich F gedrückt halten? Nee, muss ich nicht. So, Move Stack between to take everything from. So, hold, drag, okay. Okay, schade. Schade, ich habe gehofft, man kann die wie so eine Dings aufnehmen. Ich will die aber auch nicht abbauen. Genau, wir gehen jetzt nochmal zu. Oh, was ist hier drin? Einen Moment, das müssen wir prüfen. Und zwar die Chemistry Station. Die werde ich jetzt mal versuchen, mit der Wrench abzubauen. Nein! Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist schon wieder ärgerlich. Da kann ich mich schon wieder drüber ärgern, über sowas. So, da war das, ne? Ja. Hier war das. Die Wrench, genau, die Wrench wollte ich hier haben. Wollte den dahin packen. Und dann werde ich die, ist ja eh kaputt. Aber vielleicht kriegen wir dann Beacon oder irgendwas raus. Das wäre natürlich cool. Das sieht nicht so aus. Ja, toll wäre es gewesen. Toll wäre es wirklich gewesen. Ja, okay. So, ich will das Ding mal ausprobieren. Geilo. Wie cool ist denn das bitte? Geile Nummer, echt. Gut, okay, Freunde. Ich würde sagen, ab nach Hause. Weil die sind das weg. Ach, wir müssen eigentlich nur auf die Straße da oben rauf. Geile Sache.
Auf jeden Fall wissen wir, wo die Werkbank ist. Und wir schauen gleich mal hinein, was denn unsere. Entschuldigt, ich war mal eben, ich habe gedacht, der Viral-Zombie, der rennt hier noch irgendwo rum. Wir schauen gleich mal rein, ob wir die Pistole so einfach reparieren können. Ich glaube, wir werden Weapon-Parts brauchen, die wir nicht haben. Aber ich will es halt einfach mal gucken, ob man es einfach so reparieren kann. Ich glaube nicht, aber wir schauen halt einfach mal. Gut. Na? Ach, da hinten, alles klar. Dann, nee, irgendwas stimmt doch hier nicht. Irgendwas passt doch hier nicht. Aber hier vorne ist es. Da oben, da leben wir. Boah. Intensiv. So. Dieses Ding ist ja so cool, oder? Jetzt ernsthaft. Schön mit Strom verankert hier. Coole Nummer. So, dann würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir das Material abgelegt bekommen. Erstmal. Packen wir das da rein und das hier rein. Und jetzt haben wir anscheinend ja auch keinen Brennstoff. Das heißt, wir werden erstmal den Brennstoff hier verarbeiten können. Amboss wird mit Sicherheit ein Thema werden. Aktuell aber denke ich noch nicht. So, wir haben das als Material, das als Material. Das ist, das kann dahin. Der kann gescrappt werden. Ich glaube, der. Den werden wir auch scrappen. Antibiotika, da haben wir sie. Wo auch immer wir sie her haben, ich weiß es gerade nicht. Das sind Klamotten, die kommen mit hinten hin. Halt, das ist ja falsch. Ration haben wir auch nicht. Ölschiefer, das haben wir. Verrottetes Fleisch kommt mit zum Dings. Kleber kommt mit zum Dings. Vitamine kommen da auch mit hin. Ansonsten haben wir hier nichts außer. Was wir hier, nee, Schraubenschlüssel kommt dann ja wahrscheinlich auch da hinten mit hin. Das kommt dahin, das kommt dahin, das kommt dahin, das kommt dahin. Klamotten kommen mit hin. Alles andere ist, ja, die können wir scrappen. Alles andere ist Essen. Vitamine, Kleber, Schmerzmittel, Flasche Wasser behalten wir. Das passt schon, Hundefutter, den Gedöns, das Gedöns. Papier kommt mit zum dem. Hey, ich scrap das Ding, ist fertig. Dann ist es gut, der Kochtopf kommt damit hin, das Rottenfleisch kommt damit hin. Der, den packen wir hier mit rein. Sehr gut. Die anderen Sachen. Stofffetzen, glaube ich, gehört da auch nicht mit hin, aber das Papier packen wir da mit hin. Und ja, Stofffetzen, ja, meine Güte, wo kommen die Stofffetzen hin? Die Stofffetzen packen wir einfach hier mit zu. Und dann sind wir hübsch und dann sind wir gut und dann sind wir gut dabei. Genau. Viel ist jetzt nicht mehr, glaube nicht mehr zu machen, können wir gar nicht mehr. Wir können mal was essen. Wir haben hier nochmal einmal Eier und Speck, die ziehen wir uns jetzt nochmal rein. Wir haben. Ja, Eier jetzt gerade nicht, aber wir haben Schmerzmittel, wir haben Kleber, das sieht eigentlich im Grunde erstmal ganz gut aus. Und wir haben hier die Truhe und ich bin gespannt, wir können ja jetzt die Schematik. Und ich bin mal gespannt, was ist denn das? Ach so. Reparieren. Das ist ein Werkzeugkoffer oder irgendwas, ne? Also wir brauchen irgendwie einen Werkzeugkoffer oder irgendwas in der ähnliches, um das zu reparieren. Nur.
Eisengeschoss, okay, verstehe ich. Nägel. Warum Amboss? Amboss. Kann ich denn kein Amboss? Oh, Metal Trunking, ja, das darf ich auch. Ist das, wird das als Anvil nochmal? Anvil? Anvil-Schematik, die fehlt mir halt einfach, ne? Das ist ja schon doof. Also es wird intensiv und intensiv und intensiver, Freunde. Und ich würde sagen, an der Stelle ist einfach mal auch diese Folge zu Ende. Ich glaube, das ist die dritte Folge. Eine werde ich noch hinterher schieben, definitiv. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge, liebe Leute. Und dann schauen wir, wie weit wir kommen hier, was wir machen. Den Plan, den werden wir allerdings gemeinsam einmal durchbeleuchten und durchgehen. Ja, das war's. Mehr gibt's nicht zu sagen, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen da, schreibt mir was in die Kommentare, lasst mir ein Abo da oder dementsprechend die anderen Sachen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.